im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, über Achtsamkeit. Da gibt es nämlich in Rheinland-Pfalz ein sehr, sehr interessantes Tool für Lehrerinnen und Lehrer, für junge Lehrerinnen und Lehrer. Und die Person, die das Ganze mitgestaltet hat, mit der spreche ich jetzt, Jasmina Eskic. Schön, liebe Jasmina, dass du da bist. Stell dich doch bitte selbst vor. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich die Möglichkeit habe, heute etwas über das Training und über Achtsamkeit zu erzählen. Mein Name ist Jasmina Eskic. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und Psychologin und arbeite an der Universitätsklinik in Mainz, dort in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das wirkt auf den ersten Moment vielleicht erstmal ein bisschen fehl am Platz, wenn wir jetzt über Lehrergesundheit sprechen. Aber bin dort eben in der wissenschaftlichen Arbeit in Präventionsprogrammen tätig und ein ganz, ganz großer Baustein eben achtsamkeitsbasierte Stressprävention. Und damit ist man natürlich auch über die Grenzen der Kinder- und Jugendpsychiatrie sozusagen einfach ganz gut aufgestellt, wenn es um Prävention im Großen und Ganzen geht. Liebe Jasmina, Stress ist allen geläufig, aber Achtsamkeit ja vielleicht gar nicht. Und lass uns das doch erstmal klären. Was ist Achtsamkeit und was hat das denn mit dem Beruf des Lehrers zu tun? Gerne. Also, Achtsamkeit ist ein Begriff, der, glaube ich, ganz, ganz oft irgendwie etwas laienwissenschaftlich verwendet wird. Und deshalb freue ich mich immer, wenn ich nochmal erzählen darf, was wir sozusagen im wissenschaftlichen Kontext darunter verstehen. Und so wie wir es verwenden, den Achtsamkeitsbegriff, ist es eine besondere Form der Aufmerksamkeitslenkung und stammt eigentlich ursprünglich aus dem Zen-Buddhismus. Das heißt, es ist auch eine Meditationsform, die dort sozusagen verwendet wird. Aber wie wir es im wissenschaftlichen Kontext verwenden, ist es quasi völlig losgelöst jetzt von irgendwelchen religiösen Hintergründen, sondern bezeichnet eben die besondere Aufmerksamkeitslenkung. Und da sind nochmal drei Aspekte besonders wichtig, nämlich auf den gegenwärtigen Augenblick, also das heißt wirklich auf das Hier und Jetzt, nicht die Vergangenheit und nicht die Zukunft gerichtet, sondern den ja, Present Moment, würde man es jetzt im Englischen sozusagen nennen. Dann als zweites ganz bewusst, das heißt, ich bin wirklich ganz bewusst bei der Tätigkeit, die ich in diesem Moment gerade tue. Ich nenne das oft auch hilfreich oder zielgerichtet, also wirklich ja auf die wesentlichen Aspekte konzentriert. Und als dritte Facette, und das ist ehrlich gesagt, finde ich immer die schwierigste, ohne zu bewerten. Das heißt, ich versuche in dem Moment meiner Aufmerksamkeit eine ja vielleicht beschreibende Art und Weise zu geben, nicht in Schubladen zu stecken, keine Bewertungen vorzunehmen, sondern ja, mit gleich schwebender Aufmerksamkeit wird es manchmal auch gerne genannt, sozusagen ganz neutral zu beschreiben, was ist denn eigentlich jetzt gerade da? Ja, ich munzle schon, weil wir werden jetzt gleich über Lehrkräfte sprechen und nicht bewerten. Und der Beruf des Lehrers, das passt nicht zusammen. Warum ist das denn tatsächlich ein Konzept für Lehrkräfte? Warum ist es wichtig, dass Lehrkräfte dieses Konzept der Achtsamkeit in den Blick nehmen? Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Facetten, warum das wichtig ist. Wenn wir jetzt, vielleicht starten wir mal vom Allgemeinen dann zum Besonderen. Wenn wir über Stress sprechen, dann ist Achtsamkeit besonders wichtig, weil uns eben genau diese Form der Aufmerksamkeitslenkung die Möglichkeit gibt, sozusagen aus diesem Strudel des Stresses, in dem wir oft sehr verwickelt sind und aus dem wir vielleicht oft, ich beschreibt es immer gerne so als Bild eines Labyrinthes. Während wir darin stecken, wissen wir vielleicht nicht genau, wie wir rauskommen. Es ist jetzt am besten, nach links oder nach rechts zu laufen. Und es kann hilfreich sein, wie so eine Art Vogelperspektive einzunehmen, mit der man eben dann auf dieses Stress
Labyrinth, sag ich mal, gucken kann. Und dabei ist Achtsamkeit oder kann eben diese achtsame Bewusstseinshaltung, die ja auch ein Stück weit emotionale Distanz vielleicht zu dem gegenwärtigen Problem darstellen kann, eben helfen, um neue Lösungsmöglichkeiten zu finden. Das heißt, das ist jetzt erstmal so die allgemeine Antwort, warum Achtsamkeit denn überhaupt wichtig sein kann. Jetzt vor allen Dingen in Bezug auf den Beruf der Lehrkräfte ist das, was du gesagt hast, glaube ich, ganz wichtig. Wir üben da eine Haltung ein, die sonst vielleicht einfach qua Beruf schwierig ist einzunehmen, weil ja sowas wie Bewertungen, Einordnungen, Kategorisierungen sozusagen ja auch ein großer Teil des Berufes einfach darstellen und damit ja vielleicht auch einfach sehr automatisiert laufen, wobei man sagen muss, das gilt tatsächlich nicht nur für Lehrkräfte, ja, da können wir uns alle irgendwie gut an unsere Nase fassen und wir da eben mal versuchen, so eine ganz bewusst eine ganz andere Haltung einzunehmen, also wirklich ganz bewusst mal unsere Kategorien zu hinterfragen. Bewertungen hinterfragen, Einordnungen hinterfragen. Und das ist einfach nicht unbedingt eine bessere, also ich würde das gar nicht auch da wieder nicht werten, es ist vielleicht nicht unbedingt eine bessere Haltung, aber es ist einfach mal eine andere Haltung, die in manchen Situationen einen eben ja ein Stück weit einfach nochmal neue Lösungsmöglichkeiten eröffnen kann. Jasmina, du hast vor 2 Wochen ein Konzept vorgestellt, was den jungen Lehrkräften, also den Lehrkräften in der Ausbildung hier in Rheinland-Pfalz zugutekommt. Also ich glaube, Achtsamkeit für Lehrkräfte allgemein, damit die sich besser fühlen, ihren Job zufriedener machen, ist ganz klar, haben wir jetzt verstanden, ist wichtig. Aber was bietet ihr denn für unsere Anwärterinnen und Anwärter in Rheinland-Pfalz an? Genau. Wir haben ja schon vor einiger Zeit, muss man eigentlich sagen, ein Konzept entwickelt, Startklar nennt sich das, dass wir bis auf die besonderen Bedürfnisse von Lernensanwärterinnen im Vorbereitungsdienst zugeschnitten haben und dass sowohl Achtsamkeit als ja wesentlicher Baustein, aber auch Strategien aus der kognitiven Verhaltenstherapie, also wo es wirklich auch darum geht, bestimmte Einstellungen und ja, Denkstrukturen sozusagen zu hinterfragen, kombiniert, weil wir einfach festgestellt haben, da ist ein hoher Bedarf da. Der Vorbereitungsdienst ist herausfordernd, das ist eine stressvolle Zeit. Wir wissen um die hilfreiche Wirkung von Achtsamkeit und eben all diesen Strategien. Aber man muss es irgendwie auch passend machen, eben genau für diese Zielgruppe und auch für diese Lebensphase. Und haben eben dieses Training entwickelt, was eigentlich ursprünglich als ja, Vor-Ort-Format gedacht war und haben es aber jetzt gerade nochmal dankenswerterweise mit Unterstützung des Bildungsministeriums als digitales Format umsetzen können, sodass es eben auch ja, unabhängig von Ort und auch von vielleicht zeitlichen Ressourcen, weil man es einfach sehr viel platzsparender im Alltag unterbekommen kann, eben nutzen kann. Und dort wird sehr, sehr praktisch, denn das finde ich, ist unglaublich wichtig, wenn wir über das Thema Achtsamkeit sprechen, wird sehr praktisch durch Videos, durch Übungen, durch Audiodateien Achtsamkeit vermittelt und das immer kombiniert mit kleinen Übungen, die man dann selber durchführen kann und die immer gespickt sind, ja, von Beispielen, die wirklich direkt aus dem Berufsalltag der LernensanwärterInnen stammen. Wir haben damals Fokusgruppen gebildet, haben da sehr intensiv zusammengearbeitet mit Referendarinnen und Referendaren im Vorbereitungsdienst, sodass wir da wirklich versucht haben, sehr nah auch an der Erlebensrealität zu sein. Und das Training ist eben geeignet, einerseits um eine eigene Achtsamkeitspraxis zu erlernen und auch zu etablieren, aber eben auch ein Stück weit vielleicht schon mal in sowas wie Umstrukturierung von Denkmustern und so weiter hineinzuschnuppern. Ich finde, es ist ganz wichtig zu sagen, es ist ein Präventionstraining. Also auch wenn ich jetzt gesagt habe, das sind Teile aus der kognitiven Verhaltenstherapie enthalten, es ist keine Therapie. Ja, also es ist auch, soll auch jetzt nicht heißen, dass die Menschen, die Interesse haben, dieses Training zu machen, in irgendeiner Form vielleicht auch Patienten sind oder so. Es ist wirklich ein Präventionstraining und letztlich eigentlich für jeden geeignet, der seine Stress
Widerstandsfähigkeit sozusagen erhöhen möchte und der auch Lust hat, vielleicht in dieses Thema der Achtsamkeit mal hineinzuschnuppern. Das Schöne ist ja, das ist ein Angebot. Das heißt, die Anwärterinnen und Anwärter müssen es nicht tun. Sie sind in ihrem Umfeld anonym. Es werden also keine Daten in irgendeiner Weise gespiegelt. Die bekommen dann durch die Studienseminare die Möglichkeit, sich anzumelden, also Zugangsmodalitäten. Wie geht's dann los? Also, was sind so die ersten Schritte? Ich klicke mich dann rein. Was erwartet mich als erstes? Genau. Also, wenn ich mich hineinklicke, dann sehe ich als allererstes die Übersicht über die einzelnen Bausteine. Die Inhalte sind nach Bausteinen nochmal untergeordnet, sodass man auch wirklich schnell einen Überblick hat, welche Themen es denn überhaupt gibt. Letztlich sind die auch etwas unabhängig voneinander bearbeitbar, obwohl wir empfehlen, am Anfang zu starten, also mit dem ersten Baustein. Und da würde mich tatsächlich auch erstmal so ein kleines Modul zum Thema, was ist denn Stress überhaupt, wie entsteht Stress, welche Stressoren, also stressauslösende Situationen sozusagen begegnen mir denn in meinem Berufsalltag, erstmal sozusagen ja, vermittelt. Dann werden zwei Figuren, Mr. Caveman und Rico Roos, eingeführt, die sozusagen ja zwei eigentlich biologische Systeme, die wir in unserem Körper haben und die unser Stresserleben beeinflussen, so ein bisschen einfacher darstellen sollen und die erstmal erklären, wie diese beiden Herren aus der Kommandozentrale sozusagen auch vielleicht unser Stresserleben beeinflussen, sodass wir eine gemeinsame ja, Wissensbasis schaffen können. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt los mit dem Üben von Achtsamkeit. Also das heißt erst nochmal etwas detaillierter, als ich es jetzt gerade beschrieben habe, zu verstehen, was ist Achtsamkeit und was ist wichtig daran, worauf kommt es an? Und dann geht es eigentlich auch schon in die praktische Übung. Und tatsächlich werden auch die meisten Inhalte per Videos vermittelt. Das heißt, wir haben versucht, diesen interaktiven Charakter auch ein Stück weit so zu erhalten, dass es wenig Informationen sind, die sozusagen gelesen und nachvollzogen werden müssen, sondern das Ganze findet eben vermittelt durch Videos, die angereichert sind mit kleinen Sofortübungen, die quasi direkt umgesetzt werden können, statt. Genau. Wie, ja, welches Umfeld muss ich dann schaffen? Also Lehrkräfte sind ja ganz oft eingespannt. Das ist wahrscheinlich nichts, was ich mal gerade in einer 5-Minuten-Pause durchklicke. Sollte ich da alleine sein? Sollte ich mir da eine Wohlfühlatmosphäre zu Hause und Zeit nehmen? Oder geht das tatsächlich auch im Weg im Auto zur Arbeit? Ja, also ich würde sagen, die Videos, die sozusagen das Wissen vermitteln, dafür macht es sicher Sinn, einen Ort zu haben, bei dem ich mich auch ein Stück weit auf das, was da erklärt wird, konzentrieren kann. Das ist vielleicht nicht ganz so gut nebenbei im Auto zu hören, aber es ist jetzt auch sind auch keine Inhalte, für die ich jetzt eine unglaublich lange Vorbereitungszeit und das Schaffen einer ganz heimeligen Atmosphäre schaffen muss, sondern das ist was, was ich ja zu Hause auf dem Sofa, sag ich mal, mir angucken kann oder an meinem Schreibtisch, je nachdem, wie ich für mich dann eine gute Atmosphäre schaffen kann. Die Achtsamkeitsübungen selbst, dafür sollte man schon ja die Möglichkeit schaffen, dass man irgendwie zumindest zu Beginn, wenn man noch kein Profi ist, sozusagen eine Art von ruhiger Atmosphäre hat, in der man sich wohlfühlen kann, wo man auch nicht gehetzt ist, wo man die Zeit hat, wirklich sich in diese Übung auch mal fallen zu lassen, auch mal auszuprobieren. Aber letztlich muss man sagen, Achtsamkeit ist etwas, was man per se jederzeit und überall machen kann. Auch im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Parkplatz, kurz bevor man in die Schule sozusagen eintritt. Aber das sind dann wirklich tatsächlich diese kleinen Übungen, die auch vermittelt werden in dem Training. Aber um sich jetzt die ja, Inhalte anzuschauen, sollte man sich zumindest einen kurzen Moment der konzentrationsfähigen Atmosphäre schaffen. Aber gerade dadurch, dass wir es eben in Bausteine und auch nochmal in Untermodule eingeteilt haben, reicht es eigentlich, wenn man mal 15 bis 20 Minuten Zeit hat, sozusagen, um sich schon so ein erstes Modul mal zu Gemüte zu führen. Jasmin, auf ein Thema möchte ich nochmal zurückkommen. Du hast nämlich eben gesagt, es ist keine Therapie. Es ist ein Präventionstool. Ich habe jetzt tatsächlich keine große Ahnung davon. Ich bin Lehrer, kein Psychologe. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich
mit diesem Tool mit mir selbst beschäftige, könnte es ja zu Reaktionen von mir kommen. Vielleicht habe ich ja eine Erkrankung in mir und die macht irgendwas mit mir, so dass ich jetzt vielleicht erlebe, dass ich in der Situation nicht klarkomme. Kann das passieren? Also kann da irgendwas aufbrechen? Oder ist das total safe und ja, auch wenn ich jetzt eine Erkrankung hätte, kann mir nichts passieren, wenn ich das mache? Ja, also Nebenwirkungen Genau. sozusagen. Oder Reaktionen, Körper, Ja, keine Ahnung. genau. Also natürlich muss man sagen, Achtsamkeitsübungen und auch unser Training an sich also führt jetzt nicht, also nicht wissentlich zu Nebenwirkungen, und wir haben das Ganze auch in der Studie getestet. Da gab es keine, wir nennen das ja immer Adverse Events sozusagen. Aber es ist durchaus möglich, dass durch Achtsamkeitsübungen oder auch durch die Auseinandersetzung mit eigenen kognitiven Mustern sozusagen bestimmte Themen aufploppen und es zum Beispiel kurzfristig auch zu einer, ja, Verschlechterung des Gefühlshaushaltes, nenne ich es mal, kommen kann. Also, dass man tatsächlich merkt, oh, wenn ich mal mich in eine Achtsamkeitsübung begebe und mal schaue, was da ist, dann sehe ich, dass da vielleicht auch unschöne Dinge da sind, die ich sonst im Alltag vielleicht ganz gut unter der Haube halten kann. Aber in so einem Fall also gibt es dann tatsächlich die Möglichkeit, natürlich sich dann auch noch an bestimmte, also sich an entweder an uns zu wenden, ja, oder eben dann auch noch mal zu überlegen, wenn ich merke, dass es für mich jetzt schwierig ist, diese Situation, brauche ich vielleicht noch darüber Unterstützung hinaus. Und dann kann man eben auch die üblichen Wege gehen, zu sagen, ich melde mich entweder bei einem Krisentelefon oder ich versuche eben, wenn es nicht ganz so krisenhaft ist, auch dann längerfristig eine ambulante Therapie anzustoßen. Muss gesagt, bei uns, also das Institut für Lehrergesundheit Mainz, das ist der Ansprechperson für Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz auf jeden Fall. Das wird es in anderen Bundesländern auch geben. Ja, jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Anwärterinnen und Anwärtern. Wir haben jetzt eine längere Zeit darüber gesprochen. Mich interessiert es jetzt auch. Also, ich würde mal sagen, das wäre auch für mich, ich hätte Freude daran, das mal auszuprobieren. Habe ich als Fachleitung die Möglichkeit oder als Lehrkraft in Rheinland-Pfalz? Ja, also als Fachleitung in Rheinland-Pfalz gibt es einen Dummy-Kurs sozusagen, in den ich zumindest mal reinschauen kann, um die Inhalte kennenzulernen, auch mit der Idee zu wissen, was ich eventuell meinen Anwärterinnen und Anwärtern weiterempfehlen kann. Dabei kann man natürlich die Übungen auch ausprobieren. Also da bleibt sicher auch einiges hängen. Die Übungen sind dann natürlich nicht zugeschnitten auf die speziellen Bedürfnisse der FachleiterInnen. Aber ich sag mal, Achtsamkeitsübungen sind Achtsamkeitsübungen, die sind für jeden geeignet. Als Lehrkraft ist es tatsächlich so, und das ist jetzt aber ehrlich gesagt noch ein ganz bisschen Zukunftsmusik, dass wir aktuell gerade zusammen mit dem Pädagogischen Landesinstitut daran arbeiten, das Startklar-Training weiterzuentwickeln und auch für Lehrkräfte im Berufseinstieg anzubieten. Unter einem anderen Namen. Der Name des Projekts heißt Mindfuel. Und voraussichtlich wird zum Ende dieses Jahres dort das erste Modul und der erste Baustein freigeschaltet und wird dann sukzessive wachsen. Aber dafür muss man sich eben noch einen kleinen Moment gedulden. Aber das ist doch ein schöner Ausblick und ein schönes Ende dieser Folge. Liebe Jasmina, ich danke dir ganz herzlich für euer Projekt, aber auch dafür, dass du jetzt hier Rede und Antwort gestanden hast. Bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Folgen Sie uns gerne bei Instagram, aber Sie können natürlich auch per Mail Kontakt mit uns aufnehmen. mail@seminar-trier.de heißt die Adresse. Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss.